Hey Freunde, herzlich willkommen auf dem Kanal von Fokus. Wir haben uns heute hier versammelt. Modulen, Musti und ich und Robin ist mit dem Cast am Start. Wir machen heute ein neues Format und zwar Supporter-Duell. Und Robin erklärt euch den ganzen Lachs jetzt. Moscam hängt leider die ersten 3 Minuten. Also, vielleicht habt ihr es bei Insta schon gesehen, da hatten wir so Umfragen gemacht, wo die Leute antworten konnten. Und daraus nehmen wir immer die Top 5 oder Top 4, also Top 5 oder Top 4 Antworten. Ich habe hier einmal ein Beispiel, zum Beispiel, wenn es jetzt wäre eure Lieblingsfarbe, dann müsste jetzt einer von euch buzzern vom Team. Dann sagt er zum Beispiel blau, dann wäre blau Platz 2 und so weiter. Und dann kann das andere Team kann dann, wenn es die 1 schafft, wäre dann rot, 50% und so weiter. Aber... Was die geantwortet haben. Genau, ja. Aber ich sag's gleich. Manchmal, ihr kennt ja die Community, gibt es auch Quatschantworten, ja? Ja, also wir müssen herausbekommen, was die Community getippt hat. Aber die könnte jetzt zum Beispiel auch auf Platz 5 als Farbe Löwe oder so geschrieben haben. Wenn es die Mehrheit geschrieben hätte, dann wäre das auch da drin. Verstanden? Okay, verstehe. Ja, verstehe. Kriegt man so viele Punkte, wie Prozent ist, oder? Genau, ja. Das sind dann immer die Punkte. Und, da macht es doch keinen Sinn. Wie soll man bei Farbe auf Löwe kommen? Ja, das war jetzt ein sehr abstraktes Beispiel. Bei den anderen Sachen macht es schon mehr Sinn. Also... Das macht schon irgendwo Sinn, aber könnte halt ein bisschen random sein. Okay. Das ist von dieser amerikanischen Show da, oder? Ja, genau. I fall in love into your eyes. Also, damit es nochmal klar ist, ne? Ich sag jetzt gleich die Oberkategorie. Und das Team, wo als erstes buzzert, kann als erstes eine Antwort geben. Okay. Wenn ihr aber nicht Platz 1 habt, kann das andere Team euch noch übertrumpfen. Und wenn sie es aber nicht schaffen, dann... Wir haben nur einen Versuch. Können wir mal eine Proberunde machen? Oder scheiß drauf. Nee, wir machen es. Ich glaube, das wird schon klar dann. Okay. Seid ihr alle im Buzzer drin? Ja. Sofort buzzern, wenn ihr es wisst, ja? Mhm. Ja. Okay. Die erste Kategorie ist ganz. Aber buzzern wir als Team? Wenn Musti verkackt, darf ich trotzdem machen? Nee, wenn du buzzerst, musst du auch die Antwort geben. Ja, gut, aber darf ich dann danach buzzern? Theoretisch. Wenn Musti buzzert und er reinscheißt, darf ich auch nochmal buzzern? Nein, wenn Musti jetzt buzzert und eine Antwort gibt, dann können die anderen, wenn sie. Hey, ich erklär's gleich. Macht einfach die erste Runde, dann seht ihr es. Okay, mach. Okay. Erste Kategorie ist ganz einfach euer Lieblingsfußballverein. So, Musti hat als erster gebuzzert, ja? Real Madrid ist stark. Musti sagt Real Madrid. Real Madrid ist auf... Nicht erster, oder? Platz 3 mit 18%. Ja, so, jetzt können Dullen und Mo können jetzt übertrumpfen. Wenn sie's... Also wir brauchen jetzt 2 oder 1. Genau, ja. Was ist, wenn sie drunter machen? Dann habt ihr die Runde und ihr könnt dann die restlichen Sachen lösen. Na, also machen wir als Team. Wir bringen es als Team. Ja, abwechselnd müsst ihr dann immer. Also ihr dürft euch nicht absprechen. Ja, okay, mach. Ja, Dullen? Dürfen wir uns absprechen oder nicht? Nee, dann von Dullen einfach die Antwort jetzt. Ich sag FC Bayern. FC Bayern, ja, ist Platz 1. Oder wir haben Deutsche. So. Wir wohnen in Deutschland, deutsche Community. So, jetzt muss Dullen... Die nächste Antwort geben, wenn Dullen falsch macht, habt ihr ein Leben weg, dann ist Mo dran und ihr habt insgesamt 3 Leben. Aber ich bin doch dran. Warte, ich erklär's euch. Hat jetzt das Team von Mo und Dullen. Wenn die diese 3 Leben verkacken, dann könnt ihr die Runde klauen. Da dürft ihr euch dann noch besprechen. Gecheckt? Nee. Scheiße. Digga, warum sag ich Real Madrid, oder? Ja, Real Madrid war nicht so schlau. Bin ich jetzt dran? Du bist jetzt noch dran, bis du verkackst. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist die 2. Ja. Dann... FC Barcelona? Nee, Barcelona ist nicht dabei. Erste Leben weg, dann ist jetzt Mo dran. Ich glaube, wir bleiben mal in Deutschland. Schalke. Schalke ist auch nicht dabei, ne? Junge, dann noch ein Leben, Dullen. Oh mein Gott. Boah. Real ist dabei und Barca nicht? Nee, ich glaube, Barca war 6. Platz. War ganz knapp drunter. Wir dürfen uns aber nicht besprechen. Nee. Wir hatten noch viele Fans, ja. Ja, ich überlege gerade. Das ist schon schwer. Ich sag... Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ist auch nicht dabei, ne. Dann dürfen jetzt Eli und Musti die Runde klauen. Ihr dürft euch jetzt auch besprechen. Ihr habt jetzt einen Versuch. Einen nur? Ja. Und wenn ihr jetzt richtig habt, dann habt ihr alle Punkte. Boah, schwer. Ich sag dir ehrlich, Bayern Dortmund war safe. Real ist auch. Wenn Barca nicht dabei ist, dann ist auf jeden Fall nichts aus Spanien. Italien weiß ich nicht. Ich sag Liverpool, würde ich jetzt sagen. Oder City? Nein, City niemals. Okay. Ich sag Manu oder Liverpool, ich sag Liverpool. Ich glaub nicht, dass England dabei ist. Also nimmt ihr Liverpool? Ja, stimmt, Liverpool. Nee, auch nicht. Nicht? Okay, dann gehört die Runde gehört Dullen und Mo. Was war denn drin? Platz 4, also 4 geht noch. Gala? Delay Sports. Oh mein Gott. Und
Ich weiß, ihr kennt es bestimmt, weil es aktuell ist. Haben sehr viele Levante. Leute Levante reingeschrieben. Oh, Bruder, ich sag ehrlich, darauf kommen? Ja, aber das meinte ich halt mit Quatschantworten, weißt du? Hätte ich Levante gesagt, hätte gezählt oder nicht? Ja, Levante hätte gezählt, ja. Oh mein Gott. Okay. Ja, also die führen 1-0 jetzt? Also die führen jetzt die drei Sachen, die die richtig hatten. Okay. Ist okay. Wer nach der ersten das Höhere hat, der darf so die Runde so machen. Ja. Genau, ja. Okay. Okay, dann machen wir direkt die zweite Runde. Ja? Ich habe Klasser wieder geklärt. Das zweite ist, welches Smartphone nutzt ihr? Also welche Marke? Muss die? iPhone. Also warum Apple, ja. Der schneller? Ja. Apple ja. Ist die 1, ja. Leute. So, darf dann muss die wieder, ja? Muss die wieder, ja. Samsung? Samsung ist die 2 mit 21%, ja. Warte. Jetzt wird schwierig. Ja, warte. Die können uns die Runde klauen, wenn die dann einmal eine richtig haben? Ja, ihr habt jetzt ja. Drei Leben. Ja, genau, ihr habt halt okay. Drei Versuche, ja. Warte, ich muss ein bisschen überlegen. Aber ich bin auch dran, danach. Genau, wenn Huawei? Musst du jetzt verkackt, bist du dran. Huawei? Huawei ist Platz 4, ja, mit 4%. Und jetzt darf ich nochmal, ne? Ja. Okay, Apple, Samsung, oder Huawei ist auf 4? Ja. Okay, was ist noch auf 3? Ich weiß es auch nicht, sag ich dir ehrlich. Ich mach einfach Quatschcall. Was? Ja, Dings da. Das Ding ist, ich hab was. Sag irgendeine alte dann. Sag okay, Nokia. Nee, Nokia stimmt nicht. Ja. Eli? Ich hab jetzt einen Versuch. Du hast jetzt einen Versuch, dann ist nochmal Musti dran. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich weiß, wie das Handy aussieht, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Glaube ich. Es gibt diese aufklappbaren, glaube ich. Nee, dieses. Ach, wie heißen die denn, Mann? Pass auf, dann sag ich Sony, das ist aber auch nicht. Nee, Sony auch nicht. Dann muss die noch letzter Versuch. LG. LG auch nicht, ne. Dann Mondol. Wir dürfen jetzt absprechen, oder? Ihr dürft euch jetzt absprechen, ja. Doll, was mit dieser Werbung, Google Pixel? Ja, ich hätte auch Google gesagt. Ja, dieses Handy, dieses Aufschlag-Handy. Nehmt ihr das? Ja, Google. Nee, stimmt nicht. Auch gesagt. Dann was geht die es? Runde an Musti und Eli. Es wäre Xiaomi gewesen. Nice. Ja, oha, Bruder! Boah! Die nächste Kategorie. Wer ist der schlauste Focus-Member? Mann. Mo? Sydney? Ah, oh, boah, die haben Eli-Fanboys, ne? Kann sein, die haben Quatsch-Call gemacht. Also, was sagst du, Sydney? Ich sag Sydney, ja. Sydney ist Platz 1, ja. Mit 49%. Dann gehört die Runde euch erstmal. Dann Mo wieder. Ich weiß, wie viel Ahnung die haben. Dullen hat schon viel Wissen. Ja, ich sag Dullen. Der müsste schon bei uns drin sein. Dullen ist Platz 3 mit 15%. Oha. Boah. Ich sag einfach Eli, weil die irgendeiner hat schon Eli gewählt. Ja, Eli ist Platz 2, 21%. Dullen, was sagst du, als du das eben erklärst? Ja, das ist schwer. Jetzt mal sehen müssen, da gab es so Calls wie Trimax mit einer Stimme und sowas. Wen haben wir denn noch? Ey, das ist Toaster, Musti Toaster. Roland Mo, bitte ordne dich doch toll gleich. Ich sag, bin ich dabei? Natürlich nicht, Bruder. Ich sag mich selber, sonst mache ich mich ja selber zu. Ich selber? Ist falsch. Nee, ist falsch. Scheiße. Dann Dullen? Ich sag, die haben aus Troll Musti geschrieben, deswegen sag ich Musti. Musti ist tatsächlich Platz 4. Ja! Gut so. Wie meinst du aus Troll? Ich kann's nicht glauben. Bin ich jetzt? Du bist jetzt immer noch, ja. Dann sag ich Eldos. Ja. Nee, Eldos ist nicht dabei. Dann oha. Mo, letzte Chance, dann können die anderen wieder klauen. Kann sein, okay. Quatsch, Call ist da. Okay, Jelly. Wir dürfen uns sprechen, ich ne? Ich bin noch ein, ich hab noch einen. Noch. So. Ja. Wen haben wir denn noch? Stylo. Stylo? Ja. Offizieller Call? Ja. Dann habt ihr die Runde geholt. Stylo. Oh mein Gott! Dann kommen wir zum letzten. Wer ist der beste Fußballer aller Zeiten? Ja, das war's. Cello? Ey, ich finde das immer zum machen wir direkt Cristiano und Messi rein. Also, was sagst du als erstes? Der muss erst. Cristiano. Ja. Cristiano? Mhm. Ist Platz 2. Oh! Dann können jetzt Mo. Ich bin doch! Ja, ich bin doch! Warum bist du denn? Das ist bei der ersten ist so abwechselnd. Ich bin. Dullen kann den ersten jetzt erraten. Ja, ich sag Messi. Ist richtig, ja.
Dann gehört die Runde jetzt Dolan und 50, Mo. 50. Ja, aber es ist voll schwer. Ja, es ist. Pelé? Pelé ist Platz 2, ja. Nein. Gibt's 5 oder 4? 4, ja, 4, 4. Boah, ich sag. Ja, 9? Hätte ich auch gesagt. Nee, ist falsch. Dann Mo. Junge, was soll man da sagen? Kann sein, die haben Eli geschrieben, ja? Ich sag einfach Eli. Nee, Eli stimmt auch nicht. Dann letzte Chance gewonnen. Keine Ahnung, ja, Maradona. Maradona auch nicht, ne? Ja, dann können Eli. Eli und Musti klauen. Eli, lass Sydney sagen. Glaubst du? Ja, lass also ich sage es auf jeden Fall, wenn Maradona und... Ja, boah, ich kann mir auch vorstellen, dass die Richarlison genommen haben oder so. Aber ja, Sydney, es könnte sein. Wer stand denn alles zur Auswahl? Nein, du konntest irgendwas reinschreiben. Die kommentieren einfach irgendwas. Ja. Okay. Und, ja. Dann sage ich, ich glaube, ich würde auch sagen Sydney. Geht ihr mit Sydney? Ja. Nee, stimmt nicht. Wer ist es? Sydney wäre also Platz 6 gewesen. Nee, Ronaldinho. Ach was? Mann, wir sind voll dumm. Das ist eine richtige Antwort. Jo Leute, danke fürs Einschalten. Wir haben das Ding gewonnen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.